Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Might and Magic World of Xen. Ich habe mal nachgeschaut, Rüstung und neue Waffen haben wir nichts Besonderes bekommen. Können wir alles verkaufen. Bis auf eine Sache, und zwar den Gewaltring. Den würde ich gerne hier geben. Den Lärmring machen wir dafür raus. Das heißt weniger Widerstand für Energie. Aber mit dem Gewaltring kriegen wir gleich plus 23 Kraft. Das heißt, für die zwei wäre das optimal. Wenn ich jetzt, oh hoppla, gleich mal schaue. Jetzt haben wir 108 Kraft. Boah, das ist doch heiß. Ich denke, jetzt müssten wir aber auch in dieser einen, wo war das? In Might and Magic 4, in der Sphinx. Da waren wir ja immer zu schwach, die Sarkophage aufzubekommen. Jetzt müssten wir bestimmt stark genug dafür sein. Schaut euch hier nur um. So, dann verkaufen wir doch mal das Zeug. Hatten wir hier noch was? Ja. Gut. Hatten wir da was? Ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Der Lärmring, den machen wir jetzt weg. Passt. Bis bald. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir zu Alistair in den Turm und geben diese Energiescheiben ab, diese 5 Stück, die wir bekommen haben. Sind wir hier eigentlich richtig? Nee, da ist er. Das war jetzt ein kleiner Umweg. Egal. Wo habt ihr denn den Schlüssel her? Na, wenn's denn sein muss. So. Ich glaube, alles Zeug haben wir ja ausgeschaltet. Das heißt, wir können einfach nur nach oben gehen. Das sollte alles gar kein Problem mehr sein. Oh, das habe ich noch gar nicht gemacht gehabt. Da sind wir auf der Himmelstraße wieder. Können wir eigentlich auf dieser Himmelstraße laufen? Das sieht irgendwie fast danach aus. Ich probiere es mal ganz kurz aus. Ah, den Himmelsvater können wir... Ach so, ich schweb ja. Ah. Ich habe nichts gesagt. Ja, die ganzen Türme sind anscheinend hier miteinander verbunden. Naja. Das haben wir noch gar nicht gemacht gehabt. Wir müssen, glaube ich, hier rüber gehen. Wie sind wir da nochmal rüber gekommen? Okay. Ah, Moment. Wir sind, glaube ich, von der anderen Seite rüber. Halt mal, nee, hier. Doch, genau. Hier ging's hoch. Genau, da haben wir ihn jetzt. Gute Arbeit. Ihr habt genug Scheiben, damit ich die erste Ebene von Schloss Kalindra zurückholen kann. Geht dorthin, sobald ihr könnt. Vielleicht findet ihr dort noch mehr Energiescheiben. Alles klar. Wo ging es denn jetzt eigentlich runter genau? War doch hier, richtig? Ne, da ging es hoch. Da, genau. So war das. So, das erste Ebene oder so von dem Schloss sollte jetzt aktiviert sein. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie ist denn das jetzt? Haben wir diese Energiescheiben? Die dürften wir ja eigentlich jetzt nicht mehr haben. Genau, die haben wir nicht mehr. Aber steht es jetzt irgendwo? Das war schon 5 Stück. Nee, steht nicht da. Vielleicht hier dabei? Rolllöcher, 3 Stufen, bestes Glück. Nee, steht auch nicht da. Okay, das muss ich mir merken oder aufschreiben.
Das ist schon 5 Energiescheiben. Erlinger gegeben habe. Dann würde ich sagen, 2 Sachen hätten wir jetzt. Ja, wir hätten noch viel mehr Sachen. Aber wir könnten jetzt zum Schloss gehen. Das würde ich jetzt auch als erstes machen. Oder wir könnten in diesen Tempel gehen. Und diese eine Fee befreien. Da sollten auch noch Energiescheiben sein. Wenn wir die Fee befreit haben da drin. Denke ich mal. So hat sie es jedenfalls angehört. Weil wir konnten nämlich bei dieser Auswahl sagen, gebt uns alle Energiescheiben. Oder wir helfen ihr. So, Schluck getrunken. Jetzt geht's weiter. Schloss Kalindra betreten. Ja, bitte. Ebene 1. Die sollte ja jetzt fertig sein. Da haben wir dann gleich mal... Okay. Was haben wir denn hier? Terry, der Kellner. Ihr wisst bestimmt schon, was Alamar getan hat. Nein? Nun, er erschluckt die Wachen und stahl den Würfel der Macht. Das ist ein Ding. Okay. Kenneth, der Butler. Danke, dass ihr das Schloss wieder zurück in die Realität gebracht habt. Wir waren hier gefangen, seit Alamar es aus der Phase geschoben hat. Und so langsam ging uns die Nahrung aus. Okay. Der Nordflügel. Ah, da geht's also auch weiter. Oder wir schauen uns erstmal hier genauer um. Da ist die Küche. Mantelschrank. Naja, was auch immer. Genf, der Empath. Als Empath nehme ich meine Umgebung sehr gut wahr. Da er versucht, die Welt zu retten, lehre ich euch kostenlos, wie ihr Gefahr schneller wahrnimmt. Gefahrensinn. Wo kommst du mal? Beziehungsweise darf jeder mal lernen. Brauchen wir zwar nur einmal und hatten wir schon, aber ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ergol, der Agile. Ich bin der Waffenmeister des Schlosses. Wenn ihr wollt, lehre ich euch kostenlos den genaueren Umgang mit euren Waffen. Natürlich werden wir alle noch stärker und noch mächtiger. Einer dürfte sie auch schon gehabt haben. Da geht's zur Wolkentreppe. Eure Füße sinken durch die Treppe, als wären sie aus Nebel. Diese Ebene ist aus der Phase und unzugänglich. Da geht's zum Südflügel. Okay. Und hier ist die Speisehalle. Gut, jetzt wo wollen wir hingehen? Ja, hier lang. Da hoch, da runter. Ah, so viele Entscheidungen. Gehen wir mal in den Speisehalle rein. Ein Knopf, wer will drücken? Was ist passiert? Ist das Ding jetzt hier aufgegangen? Ja, da ist was aufgegangen. Ja, da geht's weiter. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Ja, genau. Dann schauen wir gleich, was da ist. Karl der Maurer. Ich habe Schloss Kalindra mit aufgebaut. Dieser Ort ist voller Geheimtüren und Fallen. Wenn ihr mal in eine Sackgasse geratet, dann versucht weiterzugehen. Die Mauer könnte eine Illusion sein. Okay. Als Alamar, James, der Spion. Als Alamar sich noch von seiner guten Seite zeigte und Gast der Königin war, hörte ich ihn einmal zu einem seiner Diener sagen, dass er Prinz Roland in sein Erdgeschoss hat. Okay. Ja. Das ist einfach nur eine Geheimwand. Da frage ich mich, ob es da oben vielleicht auch weitergeht. Oh, Kombination. Du glaubst, es ist 5 links? Links, 17 rechts,
Weiß nicht, ob das jetzt hier stimmt, was ich jetzt hier mache. Kein Glück. Oder ich muss mit Punkt eingeben. Oder muss ich einfach Ja eingeben? Oder ist es... Ah, guck mal. Es ist so und so viel links. Da sehen wir doch, wie das ist. Ja. Ja, ja. Kein Glück. 5. 17. 58. Ha! So geht's. Einfach nur die Zahlen eingeben. Und man erkennt es auch nur, wenn man gut im sowas ist wie unser Dieb. Ansonsten kommt so ein Fragezeichen hin. Ein Amulett. Ah ja, da geht's weiter in den Dingraum. In den Thronsaal oder wie auch immer. Okay. Muss rasten, dann machen wir das doch einfach mal. Und jetzt benutzen wir mal dieses Teil hier. Muss ja nicht immer ausgeben. Sachen ausgeben. Da ist doch auch noch was. Kommen wir da irgendwie. Nee, da komme ich nicht so rein. Okay. Und hier. Da geht's auch nicht weiter. Okay, da muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht mit Teleportzauber hinkomme oder wie auch immer. Gehen wir mal hier weiter in den Nordflügel. Ah, die sind zu. Ja, die gehen wahrscheinlich genauso wie die anderen auf, indem ich so Knöpfe drücke. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist die Waffenkammer. Okay. Outrady Köchin. Wir hingen lange in diesem Schloss fest. Wenn wir nicht noch unsere Bestände sonnengetrockneter Echseninnereien gehabt hätten, wären wir verhungert. Echseninnereien sind wahrscheinlich die sättigsten und gesündesten Lebensmittel in ganz Darkseid. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Nein. War klar. Und da auch nicht. Aber hier kommen wir durch. So, dann Waffenkammer. Vier. Neun. 53. Und ein Helm. Sehr schön. So finde ich das doch toll. Ja, 25. Gut, dass wir schon relativ mit unserer Magierin, unserer Diebin, da ziemlich gut in Glück und alles Mögliche sind. Da können wir jetzt einfach hier das aufmachen. Zwölf, 32 und noch ein Helm. Okay, dann war... So, jetzt aber. Dann war das jetzt hier fertig. Dann kommt hier noch dieser große Thronsaal. Hier ist nichts. Auch nichts. Da haben wir natürlich... ihn. Da kommen wir weiter, okay. Zwölf, 99, 12 und ein Schild. Mal sehen, ob das irgendwas Gescheites ist. Hoppala. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Gut.
Sehr schön. So, dann schauen wir mal, wer auf den Thron sitzt. Und dann können wir hier noch schauen, was da ist. Vielleicht mit dem Teleportzauber, falls der dann geht. Aber wahrscheinlich ist da auch nur eine Treppe drin, wo wir eh nicht, noch nichts machen können. Hier ist nichts. Okay, das war's also. So. Moment, das ist... Nee, das ist der Raum hier. Das sind dann 1, 2, 3. Mal sehen, ob der Teleportzauber geht. 3 nach Süden. Ah ja, da geht's wieder hoch. Und da geht's runter. Ja, gut. So viel, so habe ich mir gedacht gehabt. Wahrscheinlich kommen wir da von einer oberen oder von einer unteren Ebene rein. Ich glaube. Dann sind wir hier erstmal fertig. Da kommen wir dann erst weiter. Wenn wir. Wenn wir quasi die nächsten 5 Energiescheiben zu Alistar gebracht haben, dann kommt die Ebene 2. Das ist nur die Frage, ob es nach oben geht dann oder nach unten oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, dann müssen wir weitermachen dann. Alles klar. Dann sind wir hiermit fertig. Dann wollen wir doch mal in den Tempel gehen. Wo ist er? Da unten ist er. Was sucht ihr denn hier? Geht rein. Alles klar, hier sind wir jetzt im Rindentempel. Ah, auf der Karte erkennt man fast gar nichts. Naja, egal. Dann machen wir mal den Rindentempel fertig, bevor wir uns weiter auf der Weltkarte umschauen. Au, au. Okay, da lang zu gehen ist vielleicht keine so gute Idee. Das darf ich nicht vergessen, dass da... Dass wir da auf jeden Fall Fallen haben. Wie sieht's dann da aus? Kommen wir da weiter? Ja, da kommen wir weiter. Geschichte der Rinde. Lange bevor Menschen über die Erde liefen, gab es Rinde. Von Rinde kamen alle guten Dinge. Ihre Wurzeln zogen Wasser aus der Erde. Ihre Blätter zogen Nahrung aus der Sonne, ihre Zweige hielten den Himmel über dem Boden, damit er nicht herunterfiel und die Welt zerstörte. Eines Tages entschied Rinde, über die Erde zu wandern, und so tat sie es. Sie trug den Himmel während ihrer Reisen über die Erde, denn es gab keinen Ort, an dem sie ihn ablegen konnte. Viele Jahre wanderte Rinde über die Erde, und so viel sah sie. Aber es gab niemanden, mit dem sie reden konnte. Also ersann sie einen Plan, um Leute zu schaffen, zu denen sie sprechen konnte. Rinde bat den Himmel zu regnen. Der Himmel, dankbar, dass Rinde ihn so lange trug, gehorchte und Regen fiel auf Rinde. Ihre süßen Blüten wuchsen schnell in den Regen und viele fielen zu Boden. Einige fielen in den Schatten, andere in die Sonne. Aus den Blüten entstand alles, was das geht, kriecht und gleitet. Die Kreaturen des Schattens wurden die Monster von Xen. Die Kreaturen der Sonne wurden die Tiere und die menschlichen Rassen. Rinde sah, was Rinde und Himmel getan hatten, und es war gut. Nun, da Rinde Menschen zum Reden hatte, entschied Rinde zu rasten, wo sie war, um mit den Menschen zu reden. Rinde ließ lange Wurzeln wachsen und sprach mit den Menschen. Die Menschen, die mit Rinde am meisten sprachen, wurden Anhänger von Rinde. Die Anhänger dieser Tage sprachen an den Wurzeln mit Rinde, weil sie dort ihre Ohren hat. Wenn zuletzt niemand mehr da ist, mit dem Rinde reden könnte, wird Rinde wieder wandern. Okay, und geht's da eigentlich weiter? Nee, da oben geht's irgendwo anders lang. Was haben wir hier noch? Buch des Rindenmannes. Nur noch ein Teil des Textes ist vorhanden. Rindenmann wird sich rächen, und nur einer, der kein Anhänger von Rinde ist, würde die Blätter des Baumes anstatt die Wurzeln des Baumes füttern. Rindenmann weiß, wenn jemand dieser Blasphemie begeht, und er wird den Stamm herunterklettern, um den elenden Ketzer in seinen Zorn zu erschlagen. Ja, Ungläubige werden vor ihm fallen, die Weizen vor der Sense und der glorreiche Rindenmann.
frag mich, ob das hier noch wichtig ist. Die Blätter des Baumes zu füttern oder die Wurzeln des Baumes? Und wenn ja, die... Wenn wir die Blätter füttern würden, würde er runterkommen. Das ist die Frage, wollen wir das? Oder wollen wir das nicht? So, jetzt geht's auf jeden Fall hier runter, da hoch oder darüber. Wir werden es aber erst in der nächsten Folge sehen, wo es da überall hingeht. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!